Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Minister, mit diesem Haushalt setzen Sie Ihre klimapolitische Geisterfahrt fort. Es sind nicht die Umfragewerte, die nach 4 CSU-Verkehrsministern steigen, sondern es sind die CO2-Emissionen im Verkehr. Sie blockieren nicht nur ambitionierte CO2-Verbrauchswerte für neue Autos, sondern Sie legen ein Straßenbauetat vor, mit dem jegliche Ambitionen zum Klimaschutz konterkariert werden. Die Mittel für den Bereich Straße sollen im Vergleich zum Jahr 2018 um 19% auf 8 Milliarden steigen. Für die umweltfreundliche Schiene gibt es 5,5 Milliarden und damit nur 4% mehr. Die Förderung des Radverkehrs liegt völlig brach. Meine Damen und Herren, das ist Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrhundert. Heute war schon über den Brandbrief von Bahnchef Lutz an seine Führungskräfte die Rede. Das ist nicht nur ein Brief, der die Strukturprobleme des Unternehmens deutlich macht, sondern es ist eben auch ein Hilferuf an den Eigentümer, endlich mehr für die Schiene zu tun. Und da sage ich Ihnen, Herr Minister, man stärkt die Schiene eben nicht, indem man mehr Straßen baut. Das Straßennetz ist in den letzten 25 Jahren um 40% gewachsen, das Schienennetz um 20% geschrumpft. Das darf nicht so weitergehen. Kluge Verkehrspolitik wäre es, zusätzlich in die Infrastruktur für die Verkehrswende zu investieren, für den Schienengüterverkehr, für den Ausbau des Nahverkehrs, für die kommunale Verkehrsinfrastruktur, für Radverkehr und mehr Verkehrssicherheit. Alles das passiert nicht. Die zusätzlichen Milliarden gehen allein in den Straßenbau. Sie, Herr Minister, betonen immer die Wahlfreiheit bei der Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger. Wo sind denn aber Ihre Konzepte für die Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum? Weil sich die Bahn aus der Fläche zurückgezogen hat und weil sichere und gut ausgebaute Radwege fehlen, fühlen sich die Menschen abgehängt. Und wo sind Ihre Vorschläge? Sollen die Leute etwa auf die Einführung von Flugtaxis warten? Sie haben keine Konzepte, die Sie hier präsentieren können. Und wie sieht es eigentlich mit der Wahlfreiheit bei den Bürgerinnen und Bürgern aus, die von Dieselfahrverboten in mehreren deutschen Städten betroffen sind? Software-Updates werden Fahrverbote nicht verhindern. Die Experten im Nationalen Forum Diesel haben deshalb für die Hardware-Nachrüstung plädiert von älteren Dieselfahrzeugen. Wer dieser Maßnahme wie der Minister weiter blockiert, wird weitere Fahrverbote ernten und trägt dafür die politische Verantwortung. Wer die wahren Problemverursacher, und das sind eben zu 70% Diesel-PKWs, verschont, der macht sich auch gleichzeitig zum Buddy der Automobilindustrie. Ich kann nur hoffen, dass die Frau Kanzlerin Merkel jetzt ein Machtwort spricht und endlich für die Hardware-Nachrüstung sorgt, auf Kosten natürlich der Hersteller. Mit dem Sofortprogramm Sauer pro Luft für die Kommunen sollte ebenfalls eine Senkung der Dieselemissionen erreicht werden. Diese Milliarde ist ein Tropfen auf den heißen Stein und sie wird jetzt verteilt bis auf das Jahr 2022. Da fragt man sich schon, wie die Bundesregierung das Wort sofort eigentlich definiert. Zumal das Geld in der Bürokratie stecken bleibt. Über die Förderrichtlinie Elektromobilität aus diesem Förderprogramm wurde bisher genau ein Fahrzeug beschafft. Es ist schon beschämend, wie diese Bundesregierung das Thema Elektromobilität vergeigt. Deutschland wird immer mehr zum Zaungast der Entwicklung bei der Elektromobilität. Und solange Sie den Diesel stärker steuerlich subventionieren, als Sie die Elektromobilität finanziell fördern, verhindern Sie den Umstieg auf saubere Antriebe. Und das muss sich endlich ändern. Ich komme zum Schluss zum Thema Toll Collect und Mautsystem. Jetzt hieß es ja, dass sei jetzt abgeräumt worden, nach 14 Jahren Schiedsverfahren hätte man die Probleme gelöst. Da sage ich nein, die Probleme wären nicht gelöst, sie schaffen neuere Probleme, denn sie wollen erneut das Mautsystem privatisieren. Verkehrsminister Scheuer behauptet, ein privatisiertes Mautsystem sei wirtschaftlicher als die Erhebung und Kontrolle der Maut durch ein Bundesunternehmen. Das zugrunde liegende Gutachten wird uns aber nicht zur Verfügung gestellt. Wir haben das heute im Ausschuss beantragt, sowohl im Verkehrsausschuss als auch im Haushaltsausschuss. Beide Male hat die Koalition das abgelehnt. Keine Transparenz und damit auch kein Nachweis, dass das auch tatsächlich wirtschaftlicher ist. Und die Mautprivatisierung ist als alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Ein 14 Jahre altes, langes Mautschiedsverfahren, bei dem der Bund am Ende auf Milliardenforderungen verzichten musste, falsche Abrechnungen in Millionenhöhe und satte 20% Rendite für Toll Collect und seine Eigentümer. Meine Damen und Herren,
Die Maut eintreiben und bewirtschaften ist keine Rocket Science. Wenn man dem Haushalt mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stellen will, dann muss die Maut künftig von einem staatlichen Unternehmen eingetrieben werden und nicht erneut, dass Privaten die Taschen gefüllt werden. Insofern fordere ich den Minister auf, oder beide Minister, Finanzminister Scheuer und Verkehrsminister Scheuer und Finanzminister Scholz, stoppen Sie das Vergabeverfahren für eine erneute Privatisierung der Maut. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als